Ich habe einfach gemerkt, seit einem Zeitchen, dass mir der Hals nicht mehr gefällt, den ich habe. Dass er einfach wie zu viel Haut hat. Jetzt werde ich das Jahr 50 und gefunden, mal ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt wollte ich das machen. Sie läuft durch die Straße und würde sie nie denken, dass wir Spitzenreiter sind bei der Anzahl ästhetischer Behandlungen. Bezogen auf die Bevölkerung. Als ich aufgehört habe, Botox, muss ich sagen, hey, also eine Lebendigkeit im Gesicht ist mir viel, viel wichtiger als irgendwelche Falten. Was ist am Schluss das Ziel des Lebens? Eine schöne Visage oder ein gelebtes Leben? Das ist der Hals, der mich so stört. Und sehr oft mache ich mit der Hand so. Und dann schaue ich mich mit dem Spiegel so von der Seite an. Und dann denke ich, auch wenn das jetzt so wäre, das wäre dann schön. Wieder weg, wieder gleich wieder an. Ja, wie ein Witzpfeffiker. Die ganze Straße haben sie verbarrikadiert, damit nur noch eine Bahn ist. Zuerst habe ich gedacht, ja, das ist die normale Alterung, die man einfach, wo jeder Mensch durchmacht. Es wird niemand schöner im Alter. Also ich kenne niemanden. Dann habe ich gedacht, ja, nein, aber eigentlich ist das schon immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und dann vor allem letztes Jahr, das darf ich sagen, habe ich einfach gesehen von einer Frau, die das gemacht hat, in dieser Klinik, wo ich jetzt gegangen bin. Und hat mich überzeugt, eigentlich möchte ich das auch, was sie gemacht hat. Mir gefällt das und die sieht so viel schöner aus und die hat einen sogenannten Truttenhals. Und dann, das erste Mal in meinem Leben bin ich mit dem Wort konfrontiert worden. Ich habe das wirklich nicht gewusst, dass man dem so sagt. Aber wenn man es genau überlegt, ja, das Tier hat ja genau so einen Hals, oder? Ich zähle mich zu den Ästhetikerinnen, ja, das schon. Aber ich bin gar nicht irgendwie eine, die ständig hinter der Schminke oder so her wäre. Gar nicht. Ich bin eigentlich sehr eine einfache und natürliche, ja. Und wenn sie sich etwas im Kopf gesetzt hat, dann geht das einfach. Dann muss ja, es gemacht sein. Und ja. Damit muss man sich abfinden, aber es ist gut so. Der Hals einfach runterhängen. Das passt eigentlich nicht, weil ich mich wirklich einfach nicht so alt fühle, wie vielleicht das Alter auf dem Papier ist. Ja. Interessant ist ja, dass viele begründet quasi die Operationen, um ihre Identität in Übereinstimmung zu bringen, quasi wie sie sich innerlich fühlen, dass sie nachher auch äußerlich so aussehen. Aber es findet ja eine unglaubliche Konformierung statt. Also, dass man sich immer noch mehr eigentlich an einem Bild anpasst, das gesamtgesellschaftlich vorgegeben ist und gar nicht individuell. Das führt eigentlich nicht zu einer grossen Individualisierung, sondern viel mehr zu einer Anpassung. Grüße Sie. Sie dürfen gerne mit mir kommen. Sehr gerne, ja. Gehen da rein. So bleiben Sie, nicht mehr bewegen. Ja.
So, und es blitzt jetzt einmal. Wir haben eben ein 3D-Bild gemacht, damit wir uns das beide zusammen auch anschauen können, dass Sie das auch sehen. Das stört Sie hier. Ja, ne? Genau. Es gibt ja, um das zu korrigieren, sich immer mehrere Möglichkeiten, wobei man immer den Grad der Erschlaffung, also sprich, wie viel hat sich da schon verändert, berücksichtigen muss. Und im Grunde genommen sind wir bei Ihnen in einer Situation, wo wir das eigentlich nur noch operativ lösen können. Ja, wir fangen also praktisch an der Haarlinie an, führen den Schnitt dann an der Ohrmuschel lang. Hier mache ich mal Pünktchen, Pünktchen, weil das der Schnitt hinter dem Ohrknorpel langführt und läuft ums Ohrläppchen hinten am Ohr, hinterm Ohr hoch und noch ein kleines Stück an der Haargrenze da lang. Mhm. Wenn wir das aufhaben, praktisch können wir hier in dieser Zone etwa die Haut anheben und können in das Unterhautgewebe, was unter der Haut ist, was uns Halt gibt, können praktisch wie so Abnäher reinmachen. Ne? Und dadurch kriegen wir das ganze Gewebe Richtung Ohr gespannt. Ja. Alles mit dem Ziel, Frische reinzubringen ins Gesicht. Und dann gewinnen Sie an Kinnlänge und das Ganze wirkt natürlich wieder frischer. Doch, dann gut. Bin glücklich für den Moment so. Okay. Und vielleicht eben noch glücklich noch. Ja, wunderbar. Die Augen operieren, da habe ich eigentlich schon lange. Da habe ich schon mit 40 schon gehabt. Also sicher schon 10 Jahre. Sicher schon. Jetzt werde ich das Jahr 50 und habe gefunden, mal, das ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt wollte ich das machen. Sehr gerne. Hätte ich wieder einen Partner, ja. Aber es sollte nicht gut sein, sondern es sollte sehr gut sein. Es sollte wirklich sein. Wenn, dann sehr gut oder gar nicht. Ich werde immer älter und irgendwie die Augen kommen immer mehr oben runter. Und ich möchte eigentlich in meinem Partner auch irgendwie eine schöne Frau gönnen, oder? Ja, halt. Also jetzt so, das ist einfach hier unten. Die Haut hier. Und nachher ist einfach wieder oben sein, wie ursprünglich so. Und dann vor allem das Gewicht, oder? Das ist ja ziemlich, das ist wirklich recht, also das ist recht viel Haut hier. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich sehr, sehr, sehr viel gebrüllt habe. Das ist sicher ein gutes Jahr täglich und dann einfach wirklich extrem so tief von innen raus. Wo mal mein Partner mal gestorben ist. Und dann habe ich lange einfach für mich so getrauert. Und dort habe ich einen riesen Fehler gemacht. Ich habe dort ich hatte immer das Auge auch kühlen. Und ich habe das einfach nicht gemacht. Und das war manchmal auch schon richtig heiß. Und dann war es ganz fest geschwollen gewesen. Und ich hatte es halt kühlen. Das haben sie mir viel, viel später hat mir das jemand mal gesagt, das hättest du unbedingt immer wieder kühlen. Weil mit der Zeit, wenn das immer aufgeschwillt und irgendeinmal geht einfach die Haut wie nicht mehr so fest zurück. Aber wir haben wirklich einander, wirklich, ich glaube, wirklich sehr tief geliebt. Und dann war das einfach ein Teil von mir. Ich hatte das im ganzen Leben nur einmal gehabt, bis jetzt. Wenn ich das Glück habe, passiert das noch einmal und sonst halt nur einmal. Und dann war es auch schön, dass ich das mal erleben durfte. Weil es ist wie eine Verschmelzung. Also, man hört das immer so schön und liest das. Aber ich habe das wirklich... es ist einfach eine Art Seelenpartner gewesen. Grüezi, Herr Peter. Guten Tag, freut mich sehr. Bitte, darf ich Sie mitkommen? Vielleicht können Sie anhand des Spiegels mir noch einmal genau sagen, genau, Sie dürfen selber heben, was Ihnen genau auffällt oder was sind die Aspekte, die Sie stört. Ja? Die Haut, die hier so runterkommt, die drückt mir
die drückt mir aufs Auge ab. Und wenn die hier weg wäre, der Streifen hier, wo immer so abdrückt. Gibt es sonst Sachen, die Sie sagen, in den Spiegel schauen, wo Sie gerne oder lieber anders hätten? Oder stimmt es sonst? Ja, also ich sehe natürlich schon eine alternde Frau, also eine Frau, die etwas älter wird. Aber also der Hauptfokus ist bei mir halt schon bei den Augen. Ja, das ist schon eigentlich das Hauptding. Klar, wir können immer noch. Also, mich stört auch manchmal die Zornesfalte, weil es einfach grob macht. Es macht halt einfach jemand grob und ernst. Und ich bin sehr ein lustiger Mensch. Ich habe es sehr gerne sehr lustig. Oder? Und dann ist das manchmal auch so ein bisschen schade. Das denke ich manchmal. Das ist ein bisschen schade. Oder ich finde, ja, halt so Sachen. Oder ich finde es auch nicht so witzig, wenn man von der Verfalt ums Maul bekommt. Ich bin auch nicht verbissen. Wirklich nicht. Einerseits wird die Haut halt ein bisschen dünner und das Ganze kommt ein bisschen oben ab. Und das andere, was man halt auch sieht mit dem Alter, werden die Fettzellen gehen zurück in die Anzahl. Nicht nur das, sondern vor allem auch die Knochen wird ein bisschen dünner, die Haut wird dünner, das ganze Volumen geht ein bisschen zurück. Jetzt dürfen Sie mal die Augen zumachen, ganz fein. Genau, jetzt muss ich das hier reinlegen. Jetzt können Sie wieder aufmachen. Und jetzt sehen Sie eigentlich den Effekt, wenn man die Oberlid ein bisschen straffen. Ja, also wenn ich jetzt nur mit dem anderen Auge vergleiche, das ist ein riesen Unterschied. Ja, ist einfach wieder normal. Ja, ist halt so, wie es mal war. Ja. Man kann sich auch wieder schminken. Dann das Nächste. Das Volumen kann man auf zwei Arten wieder aufbauen. Das eine ist Hyaluronsäure, wo man drin spritzt. Der Vorteil ist, man kann es ganz genau sehen. Sie sehen sofort das Resultat. Der Nachteil ist, es baut sich halt immer wieder ab. Das heisst, Sie müssten halt all, je nachdem, wie er es nimmt, zwischen einem halben Jahr, Jahr bis anderthalb Jahr, müssen Sie halt immer wieder kommen. Die andere Möglichkeit ist mit Eigenfett. Das heisst, man nimmt irgendwo, wo Sie eine kleine Problemzone haben, nehme ich ein bisschen Fett, tun das verarbeiten und tun es ganz fein verteilen in die Zone, wo man das Volumen aufbauen will. Also mir ist so, auf, was Sie mir jetzt erzählt haben, ist mir natürlich das Eigenfett, weil mir ein bisschen sympathischer. Man darf es mir ansehen, dass ich älter geworden bin. Das finde ich klar, dass ich auch etwas erlebt habe. Aber die Zeit mit dem Brühlen, die ist vorbei. Die Frage ist einfach, ob man eine Lebensgeschichte abstreifen kann. Also dort, glaube ich, das ist schon ein Selbstbetrug. Die Lebensgeschichte kann man nicht abstreifen. Sondern es ist auch ein Schatz. Es ist wenn viel ich meine, alle haben wir unsere Brüche im Leben und alle haben wir Schwierigkeiten gehabt oder Trauriges erlebt. Und am Schluss ist ja die Frage, was würde das bedeuten, wenn man das alles ausradieren würde. Also, was ist denn das noch für das Leben? Also das Leben ist ja dazu da, um gelebt zu werden. So alle halb Jahr mal etwas. Wenn ich wieder das Gefühl habe, es wäre wieder mal ein bisschen nötig. Ja. Plasma, das ist ja die Flüssigkeit des Blutes sozusagen, dass wir da ganz viele wichtige regulative Proteine, Moleküle drin haben, sogenannte Wachstumsfaktoren. Und die haben wir konzentriert mit dem Zentrifugieren. Wenn man sich mit seiner Haut beschäftigt und versucht, dort was zu machen, dann ist das Needling oder das Vampirlift, wie auch immer man das bezeichnet, steht da ganz vorne bei, weil das wirklich eine mittlerweile auch etablierte Methode ist, Hautalterung entgegenzuwirken. Ich werde 37 nächstes Monat. Ich würde nicht sagen, dass ich mein Alter nicht akzeptiere. Sie sieht zwar jetzt aus wie massakriert, aber morgen ist das ja schon wieder weg. Ne? Mein Ziel ist einfach, dass, wenn ich in den Spiegel schaue, dass ich mir selber gefalle. Und ich finde, es sind einfach Sachen, kleine Sachen, die man eigentlich mit kleinem Aufwand kann verbessern kann. So. Voilà. Fragen mich ja viele, was haben Sie schon gemacht oder wie alt sind Sie? Das gibt ja schon einige, die das fragen.
Also ich kümmere mich ein bisschen um meine Haut, dass ich da mit Hormonkosmetik, mit Hyaluronsäure als feuchtigkeitsspendendes Molekül arbeite. Ein bisschen Botox spielt eine Rolle, gerade im oberen Gesichtsbereich, dass man dort, sagen wir mal, nach wie vor weiche Hautoberfläche behält. Mit dem komme ich bislang klar und das reicht im Moment für mich. Alles klar. Danke, selber auch. Super. Geht gut, merci, bitte. Besten Dank. Haben Sie das mal irgendeinen speziellen Wunsch? Ich habe einen spezielleren Wunsch, einen anderen. Und zwar auf den Stirnen. Die Falten, die Tieffalten ein bisschen wegzunehmen. So wie hier mit dem Mundwinkel auf der Seite. Die Nasolabialfalten. Genau. Was ich mir überlegt habe, vielleicht beim König. Ich bin momentan noch so zufrieden mit dieser Form. Hier, der Kieferwinkel. Jawohl. Hier unten. Ja, klar. So das ist das Ziel, so das Männliche zu betonen. Jawohl, genau. Sie noch nicht? Wunderbar, danke. Ich habe das Gefühl, man sieht etwas männlich aus, wenn man etwas mehr Kontur, etwas mehr Kante hat im Gesicht. Dass ich mich im Spiegel anschauen kann und kann sagen, ja, ich finde mich jetzt attraktiver als vorher. Und gegen aussen auch wahrscheinlich selbstbewusster auftreten. Ich probiere die Leute zu verstehen, aber schlussendlich. Auch das ist nicht unbedingt zwingend. Ich wollte einfach sicherstellen, dass sie nachher glücklicher sind. Ich glaube, das ist meine Verantwortung. Okay, dann würde ich den Kieferwinkel machen. Ist gut. Schlussendlich geht es beim Filmen immer um die Differenz von Berg und Tal, von mehr und weniger. Man muss einfach die Unterschiede muss man hervorbringen. Ja. Jetzt sehen wir den Unterschied recht gut, ja. Sehr zufrieden. Schön. Auch auf der Stirn. Ist das das, was er euch vorgestellt hat? Ja, genau. Sehr gut. Besten Dank. Bitte. Die Oberfläche wird immer wichtiger. Und das, was unter der Oberfläche alles passiert, kommt immer mehr aus dem Blick. Und die Frage ist, werden wir glücklich, wenn wir uns rein, ich sage jetzt bewusst, rein an Äußerlichkeit orientieren. Das heisst nicht, dass Äußerliche keine Rolle spielt. Und das macht es ja so schwierig. Es spielt immer auch eine Rolle, wenn wir ehrlich sind. Schönheit ist immer ein Thema. Aber Schönheit unterliegt Trends, Modeerscheinungen, eine Rubensfigur, ist ganz ein anderes Schönheitsideal als ein Twiggy. Und das hat alles miteinander, ist sehr stark natürlich gesamtgesellschaftlich geprägt. Und die Frage, was mache ich jetzt als Person mit dem? Ich komme nicht aus dem so raus, ich muss mich irgendwie verhalten. Auch auf dem Weg war und gefunden, hey, Botox, warum nicht? Und man kann ja gewisse Falten noch aufhalten. Das ist es ja eigentlich, was Botox macht. Es ist ja nicht so, dass es komplett verschwindet. Du kannst es aufhalten. Und ich habe das ausprobiert und ich habe mir Zornesfalten spritzen lassen, ich habe mir Krähenfüße spritzen lassen. Und wenn ich Fotos von damals anschaue, es ist schon recht ein verzerrter Ausdruck. Und ich habe einfach auch feststellen, jetzt gerade in meinem Beruf, ich brauche Mimik. Also was du spürst bei Botox, zum Beispiel wenn du das spritzt, es ist einfach, du kannst es wirklich nicht mehr bewegen. Du gewöhnst dich zwar daran, aber die ersten Tage merkst du, hey, also diese Sachen, du kannst es nicht mehr machen. Und das ist ein schräges Gefühl. Das ist wie wenn jemand dir das festhebt und du merkst so, ui. Es geht nicht mehr. Und in dem Moment, wenn das Botox nachlässt und du wieder merkst, hey, wow, ich kann wieder, oder? Ist eigentlich auch schön. Es ist wie eine Befreiung. So aus einem Korsett, wo ich fand, wow, okay, mein Gesicht lebt wieder. Und das Gesicht darf leben, eben mit allen Mimiken und Gesten, finde ich auch schön. Das ist für mich so ein Freiheitsgefühl. Und das habe ich einfach stark gespürt, als ich aufgehört habe, Botox. Und mir sagen, hey, also. Eine Lebendigkeit im Gesicht ist mir viel, viel wichtiger als irgendwelche Falten.
nennt sich Gesichtsyoga, aber ich sage dem eigentlich Gesichtstraining. Du bekommst also ein natürliches Lifting, aber es ist ein Illusionsgefühl, man bringt die Falten mit dem weg. Also ich habe mich für wahrscheinlich den guten Weg entschieden. Und allein mit dieser Muskulatur, die ich jetzt stärken konnte, ist einfach eine gewisse Fülle da, die halt so ein bisschen ein frisches Aussehen hervorbringt. Es ist immer mit dem Gefühl dabei, ich tue mir etwas Gutes. Und nicht irgendwie, ich mache etwas, um etwas zu wollen sein, wo ich nicht bin. Am Ende des Tages interessiert es mich eigentlich viel mehr, wie bin ich mit anderen Menschen umgegangen, wie bin ich mit meinem Sohn umgegangen. Das hat mit der Äußerlichkeit nicht viel zu tun. Ich finde es schön, sich als Frau schön machen und die Möglichkeiten, die wir als Frauen haben, nutzen. Aber es definiert mich nicht. Die Leute schauen einem an und irgendwo durch ist man das Vorbild. Und ich glaube, wenn man sich einfach gehen lässt und so ein bisschen drei Tage Bart, so ein bisschen auf cool macht, sich nicht so, und sich vielleicht auch, sagen wir, irgendwie nicht so pflegt und auch alle Mitarbeiter, die da rumlaufen, dann ist man irgendwann am falschen Ort. Ich mache ein bisschen Sport, ich schaue sehr auf die Ernährung, ich esse sehr wenig Kohlenhydrate, ich schaue nicht zu viel Alkohol, ich rauche nicht. Ich brauche sehr viel Schlaf. Ich schaue immer, dass ich 7 bis 8 Stunden Schlaf habe. Ich glaube, solche Sachen sind auch sehr wichtig. Und dann mache ich ab und zu ein bisschen Botox. Ich habe schon ein bisschen Hyaluronsäure gemacht. Aber bei uns sehen alle super natürlich aus. Eben so, wie es bei uns in der Schweiz normal ist. Ja. Es gibt ja viele Leute, die sind sehr verbittert über ihr Leben. Ich gar nicht. Wirklich nicht. Und ich fühle mich sehr frei, ich kann machen und tun, was ich will. Es ist einfach ein gutes Leben, ja. Die Linie, die war praktisch hinterm Kieferwinkel, die ist jetzt über dem Kieferwinkel. Also das ganze Gewebeblock hat sich in die Richtung entwickelt. Und das, was vorher hier dran war, ohne dass ich ziehen muss, bedeckt fast das ganze Ohr. Also das ist Überschuss, den wir jetzt wegnehmen. Also das hört man gar nicht so selten, dass Leute, die zu einem bestimmten Zeitpunkt anfangen, mit welcher Behandlung auch immer, dann, wenn es genau das trifft, die Probleme, die sie für sich haben, die damit gelöst zu sein scheinen, dass sie sagen, Mensch, das hätte ich schon früher wissen sollen, hätte ich ja schon mir lange gar nicht so viele Sorgen machen müssen oder mich nicht so zurückziehen müssen aus meinem Lebensumfeld. Das hört man sehr. Also ich mache schon gerne Kopfsachen, wie wir nennen, also das, was wir jetzt gerade machen, Augenlidkorrekturen, Nasenkorrekturen, Ohrenkorrekturen, das ist eigentlich schon so, dass es gibt jetzt nicht so eine enge Operation, wo ich sage, die mache ich am liebsten und am besten jeden Tag, sondern die Abwechslung ist, finde ich jetzt eigentlich schon schön, dass ich die so haben kann. Die Frage ist,
was passiert nachher, nach einer Schönheitsoperation? Hilft sie mir nachher wirklich zu einem gelungenen Leben, zu tieferen Beziehungen? Ist das wirklich das richtige Mittel? Das ist am Schluss die Frage. Es ist ein Mittel, zu welchem Zweck eigentlich? Und was ist jetzt der Zweck? Ist jetzt das ein gelungenes Leben? Ist das Glück? Was ist es dann? Und ich glaube, die Lebenszielklärung wäre vorgängig ganz wichtig, bevor ich eine Schönheitsoperation mache. Inwiefern, was will ich dann eigentlich von meinem Leben? Und was trägt die Schönheitsoperation zu meinem Leben tatsächlich bei? Zauberbrüllen. Ja, das ist super. Das ist super. Also, schauen Sie, genau, jetzt haben Sie noch die Augen zu machen. Geht's? Mhm. Sehr gut, machen Sie das. Am Anfang ist es ein bisschen geschwollen, aber am Schluss ist es schwierig weg. Es ist alles ganz dezent, sodass niemand merkt, oder niemand würde denken, dass sie etwas gemacht haben. Jetzt muss ich dort noch einzeichnen, wo man ein bisschen Eigenfett reintun. Hören Sie, das ist einerseits da. Ich sehe vielleicht noch ein paar Jahre jünger aus. Aber ich werde wegen dem nicht weniger reif sein. Ich habe die Reife, die ich einfach jetzt habe, die habe ich. Ich bin gegen den Begriff Schönheitschirurgie. Und ich bin auch kein Schönheitschirurg. Weil bei den Leuten geht es nicht darum, ich will schön sein. Sondern sie wollen sich auch wohlfühlen, sie wollen glücklich sein. Und wir machen einfach Leute glücklich, das ist schlussendlich. Also ich denke, das Glück findet man sowieso nicht. Weil das nicht etwas ist, das wir haben. Sondern das Glück ist etwas, das wir erleben. Und das Glück ist etwas, das sich zeigt in einem schönen Augenblick. Also sagt das, wo ich die Natur bestaune oder eben in einer Begegnung, die mich erfüllt. Und dort passiert ja gerade im Aussehen viel. Da kann ein Gesicht, wo ich dachte, ja, das finde ich jetzt auch nicht so schön. Das kann eine unglaubliche Schönheit entfalten. Viele Patienten sind nervös vor der Operation. Um den Moment im Operationssaal so angenehm wie möglich zu machen, fragt man sie, ob sie eine Lieblingsmusik haben, die man dürfen abspielen dürfen. Hören Sie schon etwas? Ja, ja. Hä? Verlassen. Super. Und ich komme dann aber wieder. Ich bin ein, ich muss nicht vieles machen. Also ich könnte die ganze Zeit Brustvergrössung machen und bin zufrieden. Von dem her. Es ist gleich, jede Person ist wieder anders. Warum muss man zufrieden sein, wie man ist? Man darf, aber man muss nicht. Man darf auch etwas verändern. Man darf die Haare wachsen, wenn es einem besser gefällt als kurze Haare. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die Möglichkeiten haben. Okay, jetzt habe ich hier überall schön infiltriert. Jetzt gehen wir runter und ein bisschen Fett entnehmen. Ich mache eigentlich nicht in dem Sinne klassische Absaugung, sondern will einfach ganz viele, möglichst kleine, noch lebendige Fettzellen entnehmen, damit die noch wieder anwachsen im Gesicht. Also habe ich ganz dünne Kanüle mit kleinen Löchli. Wie viel spielen? Vier. Und das Fett muss man nachher auch verarbeiten. Nur
noch etwas ruhig sein, weil wenn der Maul bewegt, tut das ganze Gesicht oben auch etwas bewegen. Gell? Mm. Ja, das ist ein Eingriff, wo ich die Leute kurz lassen wachen und nachher wieder einschlafen lasse. Sonst ist es nicht der Fall. Also, schauen Sie. Jetzt dürfen Sie mal die Augen aufmachen, bitte. Mm. Fest aufmachen. Noch etwas mehr. Noch etwas mehr. Gut, wieder zumachen. Fest zumachen. Mir ist es egal, was andere denken. Wenn er nur ästhetische Sachen anbietet, muss euch das egal sein. Weil so viel findet es blöd. Man muss einfach für sich selber am Abend ins Bett gehen und sagen, was ich gemacht habe, ist gut, ich kann dahinter stehen, stimmt. Wie geht's? Super. 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 Ja, ich bin happy. Besitzen. Schön. Ich nehme meine Maske weg. Mhm. Die Spezialmaske, die kühlt genau auf 17 Grad. Mhm. Weil bei 17 Grad ist der Lymphabfluss noch gewährleistet. Okay. Jetzt haben wir hier einen Spiegel für Sie bereit gemacht. Freu mich. Wenn Sie selber die Hand nehmen, wäre es die richtige Seite. Und nicht vergrössern. Nicht vergrössern. Sonst habe ich das so wie ein Fisch. Also 3, 2, 1. Oh. Bleich bin ich. Aber jetzt muss ich ja die Augen anschauen. Ja, super. Super. Es wird schon noch mehr geschwillen, oder? Ein bisschen mehr, aber es hat recht wenig Blüten. Ja, nein. Ich habe mir viel mehr vorgestellt. Mhm. Sie haben recht viele weggeschnitten, gell, Sie? Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, aber es war viel Haut. Es war etwas, ja. Gell, Sie? Ja. Wie lange hat das etwa? Mein ganzes Leben noch? Also, es hat nicht ewig. Die Alterung schreitet voran. Ja, aber es wird nie mehr so sein wie vorher. Ja. Das auf jeden Fall nicht. Ja. Das ist ja das, was ich liebe an meinem Beruf, Frau Bucher. Mhm. Wenn ich die Leute nachher sehe, wie sie Freude haben. Mhm. Schön. Ja. Guten Morgen. Ja. Hallo, Frau Müller. Wie geht's? Danke, sehr gut. Ja? Sehr, sehr gut. Nacht gut verbracht? Ja, sehr gut. Konnten Sie ein bisschen schlafen? Ja, habe ich können. Nicht gerade voll durch. Wie ist es denn mit den Schmerzen? Ich merke gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Eigentlich schön, ne? Ja. Wir gucken jetzt mal unter den Verband. Wie besprochen, werden wir den jetzt abentfernen. Wir sprechen, wie es weitergeht. Ich habe Ihnen ja von einer Bandage erzählt, die Sie dann zu Hause noch eine Woche tragen. Ja. Das gucken wir uns jetzt an. Aus meiner Sicht sieht das alles sehr schön aus. Also, dann haben wir einen Spiegel. Dann können Sie mal schauen, ne? Hier unten Halskontur ist genau so weg, wie Sie sein. Ja, super. Ja. Das freut dann. Ja, was jetzt ein bisschen voller gemacht, eben die blauen Flecke. Und das ist noch leicht geschwollen. Das wird noch besser in die Kontur gehen. Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie sie jetzt schon. Und wenn das Blau noch weg ist und alles, also ich habe das Gefühl, keine Minute grau kann ich das machen lassen. Kleine Kind, eine große, und ich denke, man möchte auch frisch aussehen und jung, wenn man so kleine Kind hat, dass man nicht denkt, oh, jetzt sind sie mit der Großmami gekommen. Ich bin aber
dazu eigentlich ermutigt worden durch Caroline. Sie ist meine Schwägerin und sie ist damit gekommen. Man sagt, ich bin eine riesige Baustelle. Er sollte sich eine Jüngere suchen. Also das wird er vielleicht Ja, bitte. Nein, jetzt war Spaß. Er hat das wirklich gesagt. Er findet das nicht nötig, aber er findet das okay. Man muss einfach mal viel an ältere Frauen machen. Ich habe auch schon Brustoperation nach dem Kind müssen machen. Da hat er natürlich auch müssen zahlen. Und das ist, ja, das hat mit dem zu tun. Aber er hat das gerne gemacht, denke ich. Ja. Ich hoffe, dass ich mir einfach nachher besser gefallen, dass ich mir mehr lieb habe. Ja. Botox macht ganz früh Sinn zu machen. Und je früher man anfängt, umso besser hat man natürlich den Effekt, dass die Falten gar nicht erst sich so entwickeln. Ja? Und deswegen kann man es grundsätzlich empfehlen, ob das jetzt mit Mitte 20 sein soll oder mit Mitte 30, hängt da dann schon wieder vom individuellen Strukturen ab. Wie ist die Haut, wie ist die Faltenbildung generell? Ich kann jetzt außen hier auch noch ein bisschen machen, dann wird das hier noch ein Stück. Nein, ist gut. Ja? Ja, es sieht symmetrisch aus. Die Oberlippe ist grösser geworden. Mir gefällt es. Man sieht bei der Frau viel besser. Irgendwo ist für mich auch eine gewisse Tragik drin. Wenn ich mich selber nicht kann lieben kann, wie ich aussehe, wie ich auf die Welt gekommen bin. Dass ich mich zuerst grundlegend verändern muss, Risiken eingehen, damit ich anders aussehe. Also, ich bin ja nicht einfach nur Körper oder nur Psyche. Das ist ja eine Einheit. Und ich finde die Faszination von einem Menschen, der gezeichnet ist vom Leben, der eine Ausstrahlung hat, das ist einfach ganz etwas anderes als ein Botox-Gesicht. Oder? Und mit diesem Menschen möchte ich eine Beziehung eingehen. Mit dem Botox-Gesicht brauche ich viel mehr Energie. Um mit dieser Person. Es fällt mir sogar selber auf. Ich denke, hat sie jetzt dort irgendwo das gemacht oder nicht? Und dann meinst du, plötzlich kommt sie und ist das so, Oder, ja, am Schluss ist es eine Frage von der Beziehung. Und machen wir sie einfach abhängig genug von dieser Äußerlichkeit? Oder sind wir überhaupt noch bereit, uns aufeinander einzulassen? Auch auf mich selber einzulassen? Wenn es darum geht, Alterserscheinungen zu minimieren, dann ist es natürlich ein laufender Prozess. Ja, absolut. Das heisst, die kommen immer wieder. Die einen kommen alle Jahre, die anderen kommen alle paar Monate. Nachdem dass ich es einmal gemacht habe, muss ich sagen, doch, die Ausstrahlung ist ganz anders. Und ich fühle mich auch ganz anders. Und ich finde, mein Lachen kommt anders über das ganze Gesicht. Und somit, ich höre auch von den Leuten, du siehst entspannter aus. Also hat es doch eine Wirkung auf die Leute. Herr Bürli. Guten Morgen. Ganz gut, aber sind so. Wir innen auch? Schön. Gut. Gehen wir rein. Ist gut. Yeah. Bitte, darf sie mitkommen. Machen wir zuerst das Botulinumtoxin spritzen, machen wir die Zornesfalten. Ich glaube, dass sie die gar nicht mehr bewegen können. Und bei den Stieren haben sie immer gesagt, sie möchten, dass sie gleich noch ein bisschen Mimik haben. Das heisst, dass es genau. Nicht ganz weg ist. Das heisst, dass sie nur ein bisschen abschwächen. Genau. Ist das gut? Das ist richtig. Mit dem Thema Alter habe ich total kein Problem. Also im Gegenteil. Ich finde, man wird immer weiser und man weiß, was man will. Und man hat auch dementsprechend eine andere Ausstrahlung.
Und ich denke, es kommt immer darauf an, wie sich der Mensch selber entwickelt. Ja, aber ich habe kein Problem. Ich gebe mich so, wie ich bin. Wir haben das Problem mit dem Älterwerden, weil mir die Vergänglichkeit natürlich auch sehr stark ausblendet. Das ist das eine. Und ich vergebe mir damit natürlich auch die Möglichkeit, mich überhaupt mit dem Prozess von der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, der nicht immer ein angenehmer ist. Ich sage nicht, dass das angenehm ist. Es ist ein Prozess, der mit viel, mit Loslassen zu tun hat. Also, und da gehört natürlich das Loslassen dazu. Ich muss mich auch loslassen von meinem Aussehen als junge Frau. Und frage, ja, was habe ich denn jetzt für eine Identität? Wie ist das jetzt? Aber dieser Prozess bereitet mich ja auch vor auf Sterben. Letztlich. Sind Sie gespannt, hä? Mhm. Und das setzt sich dann wieder ein bisschen, dass ja, das ja, absolut. Ja. Schön. Aber es ist fein. Ja, ja. Fein. Ja. Also die Leute werden es nicht merken. Also mich noch ein bisschen massieren. Mhm. Wir haben eine Studie gemacht, welchen Effekt Botox jenseits des Gesichtsglättens hat. Der Grund für diese Studie war, dass es Theorien gibt im Bereich der Embodied Emotion oder Embodied Cognition, die besagen, dass wir erstens Emotionen, die uns begegnen in unserer Umwelt, in uns selbst simulieren. Also wir zeigen die gleichen Emotionen zu dem, was uns in der Außenwelt begegnet. Und das ist natürlich niemals so ausgeprägt, dass wir jetzt genau das Gleiche zeigen, aber wir zeigen es in Ansätzen. Und unser Gehirn verarbeitet diese Informationen, die wir bekommen, direkt von unseren Muskeln. Und das hilft uns dabei, Emotionen besser zu verstehen, besser zu kategorisieren, besser zu verarbeiten. Und Botox blockiert eben genau diese Mimikmuskeln. Dieses Blockieren der Muskeln zeigt sich in unserer Studie zumindest, dass es eben auch einen Nebeneffekt haben kann. Und dieser Nebeneffekt ist, dass es schwierig wird, Emotionen, die nicht sehr ausgeprägt sind aus unserer Umwelt, richtig oder zumindest sehr schnell zu verstehen. Das ist ja nichts, was wir uns jetzt wünschen würden, wenn wir so eine Botox-Behandlung machen. Ich sehe diese Studien schon eher so im akademischen Bereich. Das mag auch sicher wissenschaftlich fundierte Ergebnisse haben. Die Frage ist nur, was gibt es uns für den Alltag wieder, wenn die emotionale Empfindung ein bisschen verlangsamt ist? Ist das etwas, was ich im Alltag spüre oder was man mitnimmt oder bei anderen spürt? Herr Bucher, schönen guten Morgen. Hallo. Geht's gut? Ja, tipptopp, super. Schön. Ja, sehr gut. Ihnen auch. Ja, danke. Gehen wir rein. Ja, gerne. Und jetzt haben wir 3 Monate. Mhm. Wie war das für Sie? Super. Sehr, sehr gut. Ich hatte wirklich kein Problem gehabt. Nie. Schön. Das Einzige, was man weh tat, war der Rücken. Okay. Weil wir hier etwas Fett abgesogen haben. Was man schön sieht, sind die Augenlider, die da halt schräg runtergekommen sind auf beiden Seiten. Auf dieser Seite etwas mehr als da. Und jetzt sehr schön symmetrisch sieht man jetzt das Augenlid wieder. Die Rennerinnen ist schön aufgefüllt. Und da haben wir schön mit Eigenfett das Volumen wieder aufgefüllt. Ja, ich finde, es sieht sehr gut aus und vor allem sieht es ihnen an, dass sie sich wohlfühlen. Ja. Ich bin eigentlich ja nicht jung, ich bin jetzt im Freitag 50. Aber irgendwie fühle ich mich jung. Also jung, nicht immer, jeden Moment. Es gibt einen Moment, wo ich finde, aber mir geht es so gut und ich bin so gesund. Also von dem her, und aktiv und habe ein gutes Leben. Von dem her fühle ich mich jung, jung geblieben. So, also, müssen Sie
So, Frau Müller, wie geht's? 4 Monate haben wir jetzt hinter uns nach OP. Jawohl, ja. Sehr gut. Beschwerden, Schmerzen? Nein, gar nichts. Ich habe von der ganzen Behandlung, also nachher sagt man ja, hat man dann nicht schon noch etwas, muss man schon ein bisschen Schmerz aushalten. Ja. Nein, ich habe gar nichts. Gar nicht so? Gar nichts, okay. Nein. Weil wir ja noch das Gefühl haben, es ist insgesamt alles sehr viel besser geworden, aber es bleibt natürlich ein bisschen von der Hautalterung zurück. Was eigentlich normal ist, aber wir sind ja jetzt, wir haben ja hohe Ansprüche und wollen natürlich auch dort noch, sagen wir mal, ein Optimum rausholen. Ja. Nadeln, 24 Stück. Die kann man einstellen, wie weit die rauskommen jetzt. Nachher. Wir fangen an mit 1 mm, 2, 3, weil die eben auch wieder eine Kollagenstimulation an der Stelle machen und eben auch eine Schrumpfung verursachen. So. Ich denke eigentlich nicht an meine Vergänglichkeit. Also, wie andere Leute stehen, sie irgendwie den Tod vor Augen haben. Oh, ich habe nicht mehr viel Zeit. Das denke ich überhaupt nicht. Meine Mutter Jürgen, sie ist ja ganz ähnlich. Ein paar Monate vor seinem Tod hatte er ja noch den grössten Auftritt irgendwo gehabt. Und dann plötzlich einfach spazieren am Bodensee. Krankheit und Tod. Es kommt dann einfach, wie es kommt, oder? Und so gehe ich auch durchs Leben. Wenn ich mit anderen nicht so vergleiche, oder? Die auch in dem Alter sind, die nichts machen, wo einfach alles ein bisschen gleich ist, wie man ja aussieht. Oder? Es gibt ja Leute, denen ist ziemlich alles eigentlich gleich. Ich war halt schon immer ein bisschen Ästhetikerin. Mein Alltag ist einfach irgendwie da. Viel besser geworden. Einfach, ja, Lebensfreude, dass ich das gemacht habe, dass es mir wieder gefällt. Oder? Ich gefalle mir wieder. Und vorher habe ich mir einfach nicht gefallen. Also. Ja. Wenn ich jetzt schon müsste mich verabschieden von diesem Leben, könnte ich sagen, wow, ich habe ein super Leben gehabt. Weil ich auch mich selber sein konnte. Der Richtige ist noch nicht gekommen. Also, liebe Kamera, hey? Wir zwei, sie ist auch noch Single, ich auch. Hey! Nein, das wird fast gelöscht. Aber einfach nein. Also, wenn der richtig kommt, hoffe ich nicht, dass er nur wegen den Augen kommt. Weißt du, was ich meine? Also, der kommt auch sonst. Wenn sich der Mensch wohlfühlt. Ja. Wohl, eigentlich, ist doch immer schon wohlgefühlt. Aber eben. Ja. Ja. Mein Empfinden von früher und jetzt ist natürlich, dass ich mich viel freier fühle. Ich bin wieder viel mehr lustig, weil ich eben viel mehr gestikulieren kann. Also das ist schon, das Leben ist schon wieder ein bisschen vorher schon da gewesen, aber jetzt einfach noch frischer geworden. Durch das, dass ich einfach nicht mehr Kopf habe, ich kann mich wieder, kann wieder reden mit den Augen. Es ist anders, es ist positiver, ja. Man sagt, man kann nichts dafür mit dem Gesicht, das man auf die Welt kommt, aber man kann viel dafür mit dem Gesicht, das man stirbt. Und das hat man früher nicht als Schönheitschirurgie gebunden, sondern als Leben selber. Also, aber natürlich auch dort die Illusion, mich hängt alles in der Hand haben, alles kontrollieren. Und ich glaube, je mehr wir so verbissen an etwas festhalten, umso weniger leben wir. Also, was ist am Schluss das Ziel des Lebens? Eine schöne Visage oder ein gelebtes Leben? Das heisst aber nicht, dass wir uns nicht auch darum bemüht, ästhetisch zu pflegen oder überhaupt uns zu pflegen, füreinander sich schön zu machen. Aber das ist ganz etwas anderes als die Selbstoptimierung. Schön. So. Wunderbar. Jetzt geht's. Gibt's gleich noch Ilbi. Gibt's noch eine? Trotz Corona. Aber jetzt kann ich nicht, oder?
Nein, alles. Wir haben noch Ilnau. Mhm. Wochenende könnten wir noch gehen. Wie zufrieden bist du eigentlich mit deinem Gesicht? Hast du dir schon überlegt, operativ nachzuhelfen oder hast du sogar schon eine Schönheitsoperation hinter dir? Was ist deine ganz persönliche Meinung zum Thema Schönheitsoperationen? Sind sie inzwischen für uns so normal wie der Gang zum Zahnarzt oder ein absolutes No-Go? Hole ich mir wirklich das Beste aus uns raus oder geben wir letztendlich auch ein Stück Identität ab? Deine Meinung, deine Ansichten zum Thema Schönheitsoperationen interessiert mich. Schreib sie darum hier unten in die Kommentarspalte. Ich bin gespannt.